Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute wollen wir mal wieder von Kinderüberraschung von der Eiskönigin ein Viererpaket aufmachen. Ja, nun endlich haben wir sie hier auch, die Viererpakets haben ja lang genug gedauert. Ja, was haben wir denn hier für Figuren? Wir haben einmal Anna als Kind. Und dann haben wir Grand Pubby, wenn es denn so ist. Wir haben den Sven, die Elsa, den Christoph, den Olaf, Elsa als Kind und Anna. Wir haben also 2, 4, 6, auch hier sind 8 Figuren in einem Paket drin. Und es sind wieder 2 Figuren garantiert. Und jetzt wollen wir mal das schöne Paket hier aufmachen. Wir nehmen die Eier wieder raus. So. Und wir fangen jetzt an mit Ei Nummer 1. Auch das klappert hier. Ja, ups, geht schon auf. Ich mache die Vorderschalen, sammle ich ja, wisst ihr ja. Ein Brief habe ich schon fertig. Einen muss ich noch. Der erste Brief, logischerweise, kriegt natürlich das Teil mein Enkel. Diesen Sportbeutel, und wenn ich dann einen zweiten kriegen sollte, weil bis zu 3 kann man, glaube ich, einsenden, werde ich den zweiten natürlich hier verlosen. Ja, verlosen oder verschenken, je nachdem, wie man es nimmt. Das werde ich mir aber dann nachher noch überlegen, aber ich glaube, dazu muss der erstmal noch wachsen, der Kanal. So, hier haben wir wieder so ein Aufbewahrungsbox, sage ich mal, für Mädchenkrempel auf gut Deutsch. Ja, ist ein bisschen komisch verarbeitet. Hier steht es ein bisschen über. Da hinten ist es bündig. Wer es braucht, ich meine, gut für Mädchen vielleicht mag das interessant sein, für mich weniger. So, auch das packe ich hier wieder weg. Wir machen das Ei auf. Schauen nach. Was haben wir hier? Es klappert nicht. Und hier haben wir, voila, was ist das? Ah ja, das ist so ein Armband. Was man... Ja, wie funktioniert das jetzt? Ja, gut. Das kann man dann hier so zusammenstecken. Dann hat man hier oben diese Blume. Und dann kann man das hier drauf machen. Und da ist hier dieser... Ja, was ist das nun? Schmetterling, Libelle, was auch immer da drauf. Gut, auch das ist Geschmackssache. Aber jetzt kommen wir mal zu dem Wesentlichen, und zwar zu den Sammelfiguren. Ups. Und hier machen wir schon mal
das erste jetzt auf und da haben wir auch schon gleich diesen Gnom. Wie heißt er denn? Grenpabi, wenn ich es richtig gelesen habe. Hier ist die Geschichte dazu. Könnt ihr euch dafür das Video anhalten. Ja, und ich baue den mal ganz schnell fix zusammen. Ups. Cool. So sieht der Gnom aus. Ich finde, dass eine schöne Figur ist. So. Und wir gucken uns jetzt auch noch mal die zweite Figur an. Und schauen mal, was sich dahinter verbirgt. Den Christoph. So, auch hier könnt ihr euch das Video zu anhalten. Ja, Christoph ist eine relativ große Figur. Das gefällt mir persönlich gut. Das war ja auch bei den Schlümpfen so. Also er ist schon ziemlich groß. So, ja, man hat schon Schwierigkeiten, ihn ins Bild zu bekommen. Was hier auch ist, die Arme sind beweglich. Das ist also ja, eine sehr schöne Figur. Die gefällt mir besonders gut. Ups. Also die ist richtig klasse. Die finde ich richtig, richtig prima. Ja, eine wirklich sehr schön bemalt und sehr schön gelungene Figur. Astral. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, ich habe immer noch Schwierigkeiten, das so ein bisschen ins Bild zu halten. Mit der Kameraführung tue ich mich noch ein bisschen schwer. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Gut, das soll es aber jetzt gewesen sein mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt das gerne auch teilen, das Video, auf Facebook, auf Google+, auf Instagram, wo immer ihr möchtet, habe ich absolut nichts dagegen.
Und ich würde mich auch sehr über ein Abo freuen. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.